Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd. Alter, die Kamera was hängt geht? Fest. Ah, okay, jetzt bin ich da. Perfekt. Und wir haben, Spike wollte es, das auf eigene Entscheidung hin, auf eigene Verantwortung, spielen wir jetzt Jungle. Weil wir haben es noch nie zusammen gegeneinander gespielt, aber mal testen. Einfach mal. Also wir würden es nie finden, ist okay. Aber wir werden uns halt nie finden, ne? Nö. Wir laufen jetzt einfach so 15 Minuten in die Gegend. Hast du schon den Stein bekommen oder hast du kein Glück gehabt? Und dazu äußere ich mich jetzt noch nicht. Weißt du, lass mal die Regel festsetzen, wenn man Stein kriegt, sagt man, dass man Stein hat, dass man halt, ne, dass man eine Chance hat. Ja, also weiß ich nicht, ob ich die Regel so gut finde. Du hast also Stein, okay. Ja. Gut. Gut, dann machen wir das so. Ich bin auf jeden Fall ein Stein. Ja, okay. Perfekt. Ja, ich hoffe, du hast dir was zum Reden überlegt, denn heute wird es sehr viel zu reden geben, da wir sehr viele lange Runden haben werden. Ja, und zwar, gute Frage, Mann. Der Random Themengenerator. Ich schmeiße ihn noch einmal an, aber diesmal werde ich nicht einfach ignoriert. Okay. Ja, aber das ist auch eine komische Frage, die du schilderst da. Ja, das, die hast du nicht verstanden. Okay, wie schnell liest du? Was? Ja, ich weiß jetzt aus dem Kopf, keine Ahnung, 25 Schwörer die Sekunde. Okay, wenn Sie die Antwort auf eine Frage zu Ihrer Zukunft erfahren könnten, welche wäre die Frage? Oh, das ist gut. Das sind die Lottozahlen. Ja. Ja, das wäre meine Frage. Ab heute suche ich einen neuen Aufnahmepartner. Ja, wer würde es denn nicht fragen, Alter, wie dumm, oder? Wenn jetzt so jemand sagt, aber ich sterbe, das will keiner wissen. Ich würde jetzt fragen, was sind die Lottozahlen? Dann würde ich sie tippen. Würde ich mit meinen 90 Millionen mich abmachen. Ja, dann schlimmstfalls gewinnen noch 5 andere Leute und dann hast du noch irgendwie von den 90 Millionen 2. Ja. Ja, weil 90 durch 5 ist 2. Nein, hör zu. Ich würde schlau machen. Ich würde die Frage stellen, welche die irgendwie die Top-Aktie in 10 Jahren ist oder sowas, weißt du? Ja, aber ich habe keine Lust, 10 Jahre zu warten. Dann nehme ich lieber die 10 Millionen und gebe denen. Ja. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit so gering, dass 5 andere die Zahlen auch haben. Ja, natürlich, ja. Ja. Das ist, ja. Und schau, dann verpasst einfach mal einmal die Ziehung. Denkst du dir so, ja komm. Das ist ja egal, du wirst ja benachrichtigt. Ah, bestimmt. Also, wenn, dann macht man das ja online heutzutage, oder? Ich würde jetzt nicht in den Laden gehen und Lotto spielen. Ich mach's auch online. Also wenn ich Lotto spiele, immer nur online. Ich spiele mal nur, wenn es Angebot gibt. Zum Beispiel kann ich einmal für 1 Euro spielen. Let's go. Belastend. Ach so, ein gutes Versteck, das kann ich gar nicht. Als ob du das nicht kanntest. Mm-mm. So ein Standardversteck mit dem Stein. Ich gucke keine Videos nicht. Ja. nur herrlich. Ja, ich glaube, ich würde. Boah. Ja, Lotto ist schon. Das ist schon eine gute. Schon was Gutes rausgehauen. Ich bin nicht der Stein. Okay. Meinst du, es gibt ja die Scheinung von, ja, wann werde ich sterben, das würde ich aber nicht wissen wollen. Ja, sag ich, wir will das wissen. Oh Gott. Es muss schon irgendwas sein, was einem sehr viel Vorteile gibt. Weil dann fragst du so, wann sterbe ich, sagst du in der Woche. Das ist ja so toll, ja. Danke für nichts, Alter. Ja, genau. Man müsste sich halt da irgendwas überlegen, was einen auf Langzeit vielleicht, weißt du, so richtig krass pusht, weißt du, ich meine? Das ist nicht schlecht. Das ist also der Baumstamm. Ja. Warum? Das klang so, als wärst du wirklich der Baumstamm. Warum? Nein. Ja, weil du gesagt hast, du bist nicht der Stein. Ja. Ja. Das ist doch die Regel, wir sagen, wenn wir der Stein sind. Ich bin nicht der Stein. Ja. Dann ist doch alles geklärt. Das ist Paletti. Ja, dann suche ich jetzt den Baum. Ja. Warum? Wow. Nein, ich bin runtergefallen. Ach, du Armer. Ja, aber der Pfiff kam doch irgendwo von hier. Hat er das? Ja, ich glaube schon. Ach. Also würdest du mit Lotto gewinnen machen? Nehmen wir, du würdest jetzt einfach so 20 Millionen gewinnen. Was würdest du das machen? Was wäre so dein Plan? Ein paar Immobilien kaufen und chillen. Auswandern vielleicht? Oder würdest du in Deutschland bleiben? Und du Nee. Ich hasse mein Leben. Naja, du kannst nicht mehr viel Leben haben. Hast du auch dein Leben? Ja, das war nicht so smart, von da unten zu probieren zu schießen. Nee,
mich nicht. Ich bin so low HP, ne? Boah, von wo kam das denn? Das ist so deine erste Ausgabe, wenn du, nehmen wir so 10 Millionen auf den Konto, dann würde ich sagen, das würde ich mir unbedingt kaufen. Das wollte ich schon immer haben wollen. Du brauchst gibt's da einen irgendwas? Richtig kranken, krassen PC, so für 10.000 ja. Euro. Mhm. Dann würde ich halt so beim Einkaufen großzügig Geld ausgeben, so Essen und so. Ansonsten würde ich jetzt Auto ja, brauche ich, also, brauch ich aktuell nicht. Ja, ja. Bei mir wäre halt auch die meisten Ausgaben, ich mal Essen, bei Lotto gewinnen. Jeden Tag Essen kommen lassen. Ja, wie gesagt, Immobilien. Ich würde halt instant Immobilien kaufen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und halt natürlich mal irgendwo investieren, ne? Ah, weiß ich nicht. Also mit natürlich mit jetzt nicht selber sagen, komm, ich tue jetzt mal 2 Millionen weg, investieren. Ich investiere halt jetzt mal 2 Millionen in Pferderennen. Ja, genau. Nein, dass du einfach jemanden an der Hand hast. Eine geile Idee. Ein Berater, der. Ja. Der dir hilft. Du bist immer noch nicht der Stein, oder? Nein. Bist du immer noch der Baum? Weiß ich nicht. Ah, nein, du bist zumindest kein Stein. Und du bist irgendwo hier, weil hier hat's gepfiffen. Hat's das? Ja. Das ist echt problematischer, ich finde dich nicht. Du Armer. Bist du mir aber leid, ne? Ja. Mir tut's auch leid. Ja, du musst hier sein, das hat so laut gepfiffen. Ja. Jetzt habe ich dich auch nicht geflasht. Leute. Frechheit. Frechheit, da schießt der random und. Du hast da so. Nee, du, ich hab dich gesehen, du hast da so dumm rausgeguckt. Ja, aber komm, wo ich denn sonst damit hin, ne? Ja, das war ein bisschen random, war es schon, aber das war, ich habe dich, hab dich ja dann gesehen. Nein, das war nicht 100% random. Okay, ich bin nicht der Stein. Gut. Der Stein ist schon sehr stark. Was wir auch keiner von uns sagt, keine Ahnung. Ah, ich würde mal irgendwie ein paar hunderttausend der Charity spenden, ne? Das würde ich ja nicht machen. Ich würde vielleicht selber irgendwas organisieren, ne, für YouTube-Video. Keine Ahnung, dass man ja, irgendwie zu für Weihnachten... Für ein YouTube-Video, du weißt, ja, damit ich die Klicks farmen kann. Nein, hör zu. Ja, aber es ist doch im Endeffekt, dass ich es auch aufnehme, habe ich Vorteile und ich gebe Leuten was. Ja, stell dir mal vor, ich kaufe, keine Ahnung, lauter Sachen für Obdachlose. Ich verschenke 300 Euro an Obdachlose. Ich verschenke Wodka an Obdachlose. Ich kaufe Obdachlosen alles, was sie wollen. Nichts. Ach, schön. Ach so, Rakete, let's wir go. Können, wir werden noch gecancelt, ich sag's wir dir. Wir werden gecancelt. Wir werden bald gecancelt. Das ist eine Frage der Zeit. Das ist die Wahrheit. Aber wir machen es auch mit Andrew Tate, der wurde gecancelt und ist jetzt noch mehr Fame als vorher. Das ist eine gute Idee. Kennst du Andrew Tate? Nee. Okay. Ist einfach er froh. Mal ja gesagt. Sei froh, dass du nicht in der Bubble drin bist, die ist echt anstrengend. Okay, der Twitter so, Kanye West Bubble, in der du dich befindest. Nee, der ist halt, das ist irgendwie Millionär. Der ist, ich weiß jetzt nicht, wie der Millionär geworden ist, wahrscheinlich Investments oder sowas aus Rumänien. Und also, du kennst ja das Video, wo der mit Jeff Bezos auf einer Yacht stillt oder auf seiner Yacht mit so Nunchakos da, so, was weiß ich, der ist auf jeden Fall abgedreht und ist halt so, ne, nennt selber Top G, Alpha Male, ne? Also so. Okay. Ja. So also, wie du in den Kommentaren unter Seven West White. Ja, genau. Ja. Nur ein Fake-Account, keine Ahnung. Wie hieß der Account? Aber ich hab's vergessen. Das war einfach nur nicht. Geil. War einfach nur so geil. Ich dachte, wir müssen mit den Menschen. Was hat er denn nochmal geschrieben gehabt, so richtig? Ich hab jetzt nicht mehr ja, so verstanden. Ich weiß es auch nicht mehr so genau, es war auf jeden Fall krank. Dank Lost, wo ich mich immer frage, wie kommt man auf sowas, ja, sowas zu schreiben? Ich wollte das öffentlich zu schreiben, ne? Ja, gut. Das kannst du ja, weißt du, das YouTube kannst du ja denken. Ja, YouTube, ja. Das kannst du ja halt schon denken, aber weißt du, was bewegt dir das? Das zu posten, nachher kriegst du. Ach, keine Ahnung. Das ist halt so. Jo. Ja. Ja, was willst du das sagen? Ja, das was soll ich sagen? Ist einfach nur Schmutz. Ja. So. Menschen, die ernsthaft solche Sachen schreiben, sind einfach nur Schmutz. Ja, allgemein so Hate, egal was. Ja, irgendwann hat es seine Grenzen.
Ne? Ja. Es gibt lustige, sei mal so, meistens über Jodis geschrieben. Es gibt lustigen Hate, zum Beispiel, wenn ihr einfach zu Spike jetzt rübergeht in Dislike, das ist lustig. Genau. Schreibt dann noch so Sachen drunter wie, deswegen wirst du schlechter bezahlt. Genau sowas war es irgendwie so, deswegen haben Frauen keinen Stellenwert in unserer Gesellschaft. Ach, keine Ahnung. Ja, nur geil. Einfach nur schön. Das werden wir jetzt so raus jetzt rausschneiden und dann so posten. Ja, bitte, mache dies. Nein, guck mal, Joris so, der nimmt alles viel zu ernst, ne? Auch jetzt in seinen Reacts, dass er sich aufregt über die Videos. Wir reden seit 3 Folgen über das Gleiche. Ich weiß. Wenn es nichts einfällt, Seven, du wirst das wild. Ja, das ist aber gerade top, nicht mehr aktuell, eigentlich gar nicht mehr. Ja, wo bist denn du? Hast du schon mal gesehen? Ja, ich hab dich schon mal gesehen. War ich nah oder war ich weit? War ich nah oder war ich weit? Wir wissen nicht Bescheid. Du warst nah. Warte mal hier aufs Pfeifchen. Es bleiben nur noch Sekunden. Mach Druck. Aufs Pfeifchen? Aha. Oh, die Zeit läuft ja schon ab. Ich spiele die ganze Zeit an meinem Würfel hier rum. Okay. Eine Würfel in meiner Hose. Krass. Was? Ja, ich wollte deswegen schon länger mal zum Arzt, aber ich traue mich nicht. Ich habe schon überlegt, weißt du, OnlyFans zu machen und jetzt die Aufnahmen von meinen Reihen zu posten. Weißt du, so Next Level Nudes. Ja. Let's go. Neue Geschäftsidee. Wir sind ja die Mörder. Organe. Die eigenen Organe im Internet verkaufen. Ja, normal. So eine gute Geschäftsidee. Da. Was machst du denn? Mann, ich bin extra weggerannt, damit man das nicht sieht. Stark. War eigentlich total dumm, das Versteck, aber es hat funktioniert. Ja, nicht Jungle kann man ja gar nicht spielen. Alter, die ich habe doch nur Schmutz-Items. Ja, er ist der Stein. Echt nicht? Nope. Als ob du kein einziges Mal der Stein hast. Ja, das ist voll dumm. Da kriegst du mal jede Runde. Zieh ich ist so? Ist ja, ich hoffe, ich werde gleich nochmal der Stein. Dafür muss ich erstmal finden. Also nee, das wird zu schlecht. Was soll ich denn machen, Leute? Soll ich denn machen? Oh, das ist ganz gut. Das ist echt gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, das ist gar nicht so schlecht. So ein Ding bist du bestimmt. Jo. Das ist gar nicht mal so schlecht. Schade, ich dachte, ich hätte dich gefunden. Ja, ich wusste es. Ich wusste es einfach. Ich habe dieses Item gerade schon in dem Haus gesehen und dachte mir so, ja, das bist du. Ja, zum Glück muss ich jetzt für Dick noch nicht viel schneiden. Oh Mann, so, ich werde jetzt hoffentlich nochmal der. Ach, die Runde ist vorbei. Lol, ja, okay, ich dachte, ich. Zweimal von 4 Runden verloren, ist das Schmutz. Das ist belastend. Deswegen, Leute, abonniert auf jeden Fall lieber meinen Kanal, dann seht ihr wenigstens gutes Gameplay. Nein, Spaß, schaut bei Spike rein. Abonniert unsere Kanäle und vergesst nicht, bei TikTok vorbeizuschauen. Genau. Und Twitch und OnlyFans. Ja, OnlyFans at Spike160. Wer ja, das würde wirklich so einen Kanal geben. Very small dick Pix steht, der schaut da einfach mal vorbei. Macht's gut, Leute. Genau. Ciao.